Na gut, okay, hier ist noch ein schöner Schlüssel. Ein gelber Schlüssel, der an einem Nagel hängt. Ja. So groß bin ich nicht. Wieso groß? So groß bin ich nicht. Dann nehmen wir den Magneten. Ist ja ein Schlüssel, der ist aus Metall. Also, zack, schon haben wir den auch. Ein etwas veralteter Trick, aber er funktioniert. Auch ein bisschen unrealistisch, aber was ist hier schon realistisch? Ein gelber, goldener Schlüssel. Ja, sehr schön. Wir haben noch die Uhr. Eine alte Kuckucksuhr. Funktioniert aber nicht mehr. Woher will er das wissen? Nur weil die gerade nicht funktioniert? Das ist doch kein Grund. Benutzt die. Das Geländer lässt mich da nicht hin. Kann man das nicht wegsprengen oder so? Das Geländer lässt mich nicht nah genug ran, um sie mitnehmen zu können. Was kann man dann noch mitmachen? Wir können natürlich die Angel damit benutzen. Ich kann das so nicht benutzen. Na gut, können wir nicht. Wir benutzen die Steine damit. Ich kann das so nicht benutzen. Warmes, ungenießbares Bier. Ach so, ja. Brauchen wir die Uhr überhaupt? Ich meine, was soll die uns sagen? Was ist das überhaupt für ein lächelndes Ding? Wir gehen mal zum Ausgang und gucken, was da noch ist. Ach, ein Hinterzimmer, wo... Das ist ein schönes Bett. Hier ist ein Teppich. Ein grüner Teppich. Ja, benutzt den. Unter dem Teppich war ein kleiner Zettel versteckt. Natürlich. Wo versteckt man das auch sonst, wenn nicht unter dem Bett? Ich verstehe nur leider kein Wort davon, was da steht. Verstehen, ne? Okay, das sieht aus, als müsste man sich das aufschreiben. Wir gucken uns erstmal noch im Raum hier um. Hier ist ja fast gar nichts. Nicht mal ein Bett. Ein Computer ist hier. Sonst aber auch nichts, ne? Schauen wir uns den Computer an. So. Ein 260 MHz Septium-Computer. Ja, ne? Wir wissen ja, das Spiel ist von 96. Da war das noch schnell. Oh. Okay. Weiß jemand, worum, also was man hier eingeben soll? Anscheinend nicht das. Okay, also da haben wir hier ja auf dem Zettel eine Verschlüsselung. Ja, okay, das... Ach komm, ich muss ja noch einen Zettel hier holen. So. Ne, wichtiges Werkzeug, wenn man Adventures macht, immer einen Zettel irgendwo liegen haben. Man weiß ja nie. Ich könnte natürlich auch... Oh. Okay, also es sieht so aus. Ich weiß ja nicht. Wir haben ja hier eine Reihe Zahlen und eine Reihe an Symbolen. Die Symbole haben wir ja auch in dem Computer drin, ne? Aber die Zahlen halt nicht. Aber wie es aussieht, ist jeder Zahl ein Symbol zugeordnet. Das heißt, man könnte jetzt versuchen, ich meine, wir haben die Zahlen von 1 bis 8 da, ne? Die 1 ist zweimal da, die 2 ist auch zweimal da. Ja. Man könnte das mal versuchen, dass man, entweder gibt man das alles so ein, wie es da gerade ist, oder man bringt es einfach in die Reihenfolge. Ich würde sagen, wir bringen das mal in die Reihenfolge. Das heißt, erst nehmen wir das Symbol, was unter der 1 ist. Das nehmen wir dann, weil die 1 halt zweimal da ist, nehmen wir zweimal. Und dann gucken wir uns das mal an. Ne, und die 2 dann auch halt zweimal und dann immer so weiter hoch. Muss ich mir das aufmalen jetzt hier? Meine Güte, kann man das nicht so im Hintergrund noch haben? Anscheinend nicht. Wo sind die 3? Da. So ein X mit Strich drunter. 4 ist ein Pfeil nach oben. Ist ja auch schön. Nummer 5 ist ein Weinglas, was leer ist. Die Nummer 6 ist irgend so ein Kreuzchen. Die 7 ist schon wieder, sind schon wieder 3 Striche. Mit Balken eine römische 3. Und die 8 ist ein D oder irgend sowas. Noch was? Nö, ne? Dann probieren wir das mal am Rechner aus. Wir haben jetzt hier zweimal das Dingen, das war die 1. Zweimal das hier, das war die 2. Dann das. Das.
unser schönes Weinglas, dann ein Plus, wieder das und das. Mal gucken. Oh, es hat anscheinend funktioniert. Habe ich mich doch richtig erinnert. Fischers Tagebuch. Ja, und jetzt? Schranksperre aufheben. Das ist schön. War es das jetzt schon? Okay. Tagebuch? Alles klar. 1. Juli 1993, 0 Uhr. Wir sind endlich auf der Erde angekommen. 0.15 Uhr. Wir haben Vogels Haus gefunden. Alles war ruhig, niemand hat uns entdeckt. Wir sind auf Vogels Dach gelandet. 6.30 Uhr. Mit der Hilfe von Skepto habe ich das Raumschiff auseinandergenommen. Wir verschließen unentdeckt das Haus. Als wir verließen. 2. Juli 1993. Wir haben unsere Namen geändert und uns Masken besorgt. Wir sehen jetzt fast wie die Einwohner dieses Planeten aus, die auch Menschen genannt werden. 5. Juli 1993. Für die Diamanten, die wir von Ladea mitgebracht haben, kaufen wir uns ein Haus. Auf dem Schrottplatz zu schlafen war uns für uns nicht bequem genug. 8. Juli 93. Wir haben Vogel nachspioniert. Er arbeitet bereits an einer IQ-Maschine. Wir sind aber noch ein paar Monate dauern, bis er damit fertig ist. 20. Juli 93. Ich habe eine irdische Frau kennengelernt. Sie heißt Marsha und arbeitet als Putzfrau. Und sie ist das hässlichste Wesen, dem ich je begegnet bin. Das ist ja schön, dass er das in sein Tagebuch schreibt. Da wird sie sich freuen, falls sie das findet. 3. September 93. Ich habe Marsha geheiratet. Jetzt kann mich keiner mehr verdächtigen, ein Außerirdischer zu sein. In der Hochzeitsnacht habe ich Kopfschmerzen vorgetäuscht. Das geht anscheinend auch als Kerl. 20. Dezember 93. Vogel macht mit seiner IQ-Maschine langsam Fortschritte. Marsha will mit mir schlafen. Gott, ist sie hässlich. 22. Dezember 93. Unsere Vorräte sind fast alle. Das Einzige, was wir Frektoide essen können... Was? Dass wir Frektoide essen können... Und das es auf diesem Planeten gibt, ist eine gewisse Solanaxeus ruteus Pflanze. Könnte die sein, die der Blumenhändler gemeint hat. 1. Januar 94. Ich musste ein Blumengeschäft ausrauben. Da ist es. Ich habe fast alle Soladingpumspflanzen gestohlen. Wir waren sonst verhungert. Wir wären sonst verhungert. 3. Januar 94. Ich habe mit Marsha geschlafen. Von diesem Schock erhole ich mich wahrscheinlich nie wieder. Ich kann nur jemand so hässlich wie sie sein. Ist halt die Frage, wieso sind Außerirdische dann doch den Menschen so ähnlich, dass das alles so kompatibel ist? Aber egal. Scheint ja zu funktionieren. Vogel arbeitet, also 4. Februar, Vogel arbeitet an seiner Maschine weiter. Dieses Mal konnte er es schaffen. Könnte er es schaffen. Hier fehlen immer die Dingsbumspunkte. 5. Februar 94. Ich glaube, dass mich Vogel bei meiner Beobachtung entdeckt hat. Sowas. Wie viel schreibt denn der noch hier? 10. Februar 94. Ich raube das Blumengeschäft schon fast jede Nacht aus. Ohne die so Dingsbumspflanze konnten wir hier einfach nicht leben. 20. Juni 94. Wir wurden von zu Hause kontaktiert. Sie wollen wissen, wie weit Vogel mit seiner Maschine ist. 30. Oktober 94. Ich wurde Mitglied von einem botanischen Club namens GB. Ich bekomme jetzt jeden Tag eine so Dingsbumspflanze umsonst. 1. Januar 95. Boah, das dauert aber bei dem Kerl hier. Ich habe einen genialen Plan. Falls alles klappt, kann ich zum Herrscher von Ladea werden. Ha 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 ha. 20. Februar 95. Ich habe Ladea kontaktiert und einen Gedächtnislöscher bestellt. Ich werde ihn für meinen Plan benötigen. 15. August 95. Ich habe Skepto von meinem Plan erzählt und ihm angeboten, dass ich aus ihm einen General mache. Er hat es abgelehnt. Ja, der General ist ja auch schon vergeben. 16. August 95. Skepto bereitet mir Probleme. Er möchte Ladea kontaktieren und ihnen alles über meinen Plan erzählen. Dummkopf. 17. August 95. Ich habe Skepto in einem Pflanzenraum eingeschlossen. Was mit ihm später geschieht, weiß ich noch nicht. Mhm. Noch mehr. Manno. Meine GB-Karte ist verschwunden. Ich kann sie nirgendwo finden. Ich muss wohl wieder anfangen, Blumengeschäfte auszurauben. 2. Februar 96. Vogel hat es endlich geschafft. Seine IQ-Maschine ist bald fertig. Ich kann langsam anfangen, meinen Plan auszuführen. 30. März 96. Vogel hat seine Maschine getestet. Das ganze Ding ist explodiert, aber er gibt nicht auf. Er fing an, eine neue Maschine zu bauen. Der Depp. Steht er nicht, aber denke ich mir.
6. August 96. Jemand verbreitet in der Stadt Gerüchte, dass ich ein Außerirdischer sei. Wer kommt nur darauf? Als ich Skepto fütterte, wollte er fliehen. Ich habe ihn fast zu Tode geprügelt. Ich glaube nicht, dass er es wieder versucht. 4. Januar 97. Vogel ist mit der neuen IQ-Maschine fast fertig. 10. Januar 97. Vogel hat seine neue Maschine getestet. Das ganze Ding funktioniert aber völlig umgekehrt. Es verringerte den IQ des Versuchsobjektes. 15. Januar 1997. Vogel arbeitet an einer dritten Version der IQ-Maschine. Dieser Mann gibt einfach nie auf. 5. Februar 98. Vogel... 98? Arbeitet er einfach ein ganzes Jahr dran und er schreibt hier nichts. Warum meldest du dich denn nie, Junge? So, 5. Februar 98. Vogel hat sich fast 2 Stunden mit einem gewissen Emanuel Bürger unterhalten. Er hat ihn überredet, sein neues Testobjekt zu werden. Für 500 Mark wurde dieser Emanuel fast alles tun. Der Emanuel, unser Cousin, der uns den ganzen Krams hier eingebrockt hat. Okay, 10. März 98. Heute habe ich mit meinem Plan angefangen. Vogel wollte seine Maschine testen. Aber er brachte statt Emanuel jemand anderen mit. Als er mit dem Test angefangen hat, kontaktierte ich sofort Ladea. Danach habe ich Vogel sein Gedächtnis ausgelöscht. Ohne meine Hilfe wird er die IQ-Maschine nicht mehr zusammenbauen können. Damit werde ich zu einem Helden, später hoffentlich zum Herrscher von Ladea und danach vielleicht auch zum Herrscher des ganzen Universums. Ende der Eintragung. Ja, hat auch gereicht. Langsam beginne ich zu verstehen, was hier alles so vorgeht. Das war ja auch viel Text, den man verstehen konnte. Alles klar, was haben wir hier noch? Nix. Wir haben hier ja eben vor dem ganzen Gelese hier die Schranktür geöffnet. Das Blinken hat aufgehört. Okay, also hier der Fischer, so heißt er. Ja, das ist so ein ganz, so ganz fieser Typ, ne? Der möchte die Weltherrschaft an sich reißen. Mal wieder. Oh. Eine Maske. Eine Maske von Fischer? Wozu braucht er eine Maske von seinem eigenen Gesicht? Warum nicht? Vielleicht... Naja, man weiß es nicht, ne? Zack. Einmal mitgenommen. Oh, der guckt ja freundlich. Oh. Fischers Maske. So wie er will ich aber nicht aussehen. Nee, wäre auch nicht so gut. Genau. Also Fischers Kumpel Skepto hat er eingeschlossen, der Fischer. Ja, also der muss hier noch irgendwo sein. Hier unten ist ja eine Tür, da kommen wir nicht rein. Die ist verschlossen mit diesem Handsensor-Dingens. So sieht das halt aus. Hier ist ja noch das Fräulein Marsha, ne? Seine ungemein hässliche Frau im Badezimmer. Hinter dieser Tür ist das Bad. Ja, geh da mal rein. Wie bist du hier reingekommen? Verschwinde von hier. Will nicht wissen, wozu ich fähig bin, wenn ich aufgeregt bin. Verschwinde! Oh, die sieht aber fies aus. Okay. Wir wurden erkannt, dass wir nicht Fischer sind. Also benutzen wir mal die Fische. Die Maske. Bäh. Und jetzt da rein. Josh, wann kehrt ihr wieder auf euren Planeten zurück? Auf welchen Planeten? Vor einer Weile wolltest du mich davon überzeugen, dass du ein Außerirdischer bist. Was? Ein Außerirdischer? Aber ich... Also du warst doch betrunken. Aber was war denn mit deiner Hand los? Was sollte mit dir los sein? Ach, sei lieber still und lass mich baden. Manchmal benimmst du dich wie einer von einem anderen Planeten. Ja, eine sehr sympathische Frau. Okay, also da, ja, dass die nicht merkt, dass wir keine Hose anhaben, ein bisschen kleiner sind, eine andere Stimme haben. Sie denkt, das wäre ihr Mann. Es ist ja schon ein bisschen seltsam, ne? Also die Frau ist anscheinend nicht nur laut Aussagen von Fischer unheimlich hässlich, sondern auch nicht ganz die Schlauste.